Neben mir steht jetzt der Mann, der die Spieler beim 23. Sangener Sport Mike Grand Slam Turnier kulinarisch versorgt, der Chef des Restaurants La Ville, Mario Lazza. Korrekt, hallo. Wie wichtig ist denn so ein Turnier für Ihr Restaurant? Wichtig ist es insofern, dass ja Bewegung im Lokal stattfindet. Und natürlich freue ich mich über neue Gäste und neuen Umsatz. Und natürlich auch, wenn sich das La Ville generell herumspricht. Und man sagt, dass man hier gut Tennis spielen und auch gut essen und auch gut trinken kann. Inwiefern unterscheiden sich denn die Essenswünsche von Tennisspielern im Vergleich zu einem normalen Restaurantkunden, wenn man das so sagen kann? Ja, die Tennisspieler sind großteils mehr auf gesunde Nahrung bedacht. Ich sage mal großteils, weil natürlich auch immer wieder einige dabei sind, die lieber Schnitzel essen, aber im Prinzip muss ich mehr die gesunde Speisekarte anbieten. Und das ist unter der Woche wichtig, indem ich den Menüplan auch danach ausrichte. Was gibt es dann zum Beispiel? Mehr Salate. Salate? Salate. Und auch viele vegetarische wie Gemüseleibchen oder solche Sachen werden von den Tennisspielern dann sehr gern angenommen. Ja. Kommen Sie auch dazu, dieses Turnier mitzuverfolgen? Ich verfolge es immer mit, ja. Und ich sehe teilweise großartige Match. Und ich höre auch von anderen Gästen, die zuschauen, dass es also wirklich wunderbar zum Zuschauen und zum Anschauen ist, ja. Die Tour. Im Prinzip kriege ich es mit und ich weiß mittlerweile auch schon, wer die Besten beim Klaus seiner Tour sind. Ja. Spielen Sie selber Tennis? Ich habe früher wie Tennis gespielt, jetzt komme ich leider nicht sehr viel dazu. Allerdings habe ich früher sogar sehr viel Tennis gespielt, ja. Also 2-3 Mal in der Woche auf jeden Fall, ja. Gibt es vielleicht sogar einen Comebacks-Plan, vielleicht sogar auf der Hobby-Tennis-Tour? Nein, den wird es nicht geben, weil er ganz einfach auch am Aufschlag üben müsste, den kann ich sicher überhaupt nicht mehr. Aber Tennis macht Spaß, es ist ein schöner Sport. Es ist halt nur mittlerweile bei mir leider so, dass es also die Zeit zu knapp dafür ist. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche noch eine gute Woche hier mit der Hobby-Tennis-Tour und mit diesem Mike Grand Slam-Turnier. Vielen Dank und ich wünsche weiterhin ein schönes Turnier. Danke. Danke.